Interessant. Du bist nicht aufzuhalten. Mist, Feind gesichtet. Gute Arbeit. Gebiet gesichert. Wir haben ein neues Schild bekommen. Ah, wir sind unstoppable sozusagen. Oh, ich habe viele Schilde. Ich werde jetzt auch erstmal in meinem Inventar stöbern. Ah, die sind irgendwie alle schlechter, was die Kapazität angeht. Die Aufladung. Ah, übers Inventar kommst du auch an dein Ego-Raster ran. Ist das so? Ja, guck mal ruhig rein. Ah, da. Ah. Ist doch auch gleich upgraden. Ja. Und in meiner Ausrüstung doch auch. So. Auch tauschen. Granaten habe ich noch nichts. Wäre soweit fertig. Ja, ich gucke gerade noch so ein bisschen rum. Bin aber auch gleich soweit. Jawohl. Dann, lade ich einfach nochmal meine Waffen durch. Geladen sind. Gibt es sogar irgendwelche Boosts hier? Und Script und Reputation und Fertigkeiten und Beute. Ah, Beute ist gerade sogar irgendein Event. Plus 25%. Und es gibt irgendeine Clan-Funktion, wobei du 7% mehr Skrip, Clan, EP und sowas erhältst. Klingt interessant. Wir müssen also irgendwie einen Clan erstellen. Mein Inventar ist voll. Ach, du hockst ja schon wieder so ein Ding drauf. Ach, die musst du doch kaufen. Ich sehe es gerade. Wie die XP, Script und Co. Dafür musst du hier irgendwelche Währungen kaufen. Ja, aber wenn du ein Clan bist, ist ja grau unten unterlegt, kriegst du das wahrscheinlich so. Wir müssen, glaube ich, wieder zu den Zelten zurück von denen. Weil wenn ich M drücke, sehe ich, dass wir überall irgendwelche Aktionen haben. Ich fahre doch erstmal zu dem lieben Commander, der alles so locker nimmt. Okay.
Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem anderer Archenjäger vergleichen. An, ein Getümmel. Werde jetzt schon mal zum Kommandor reingehen. Ah nein. Müssen wir gar nicht. Hier vorne an der Tür. Ja. Eine Scattergun. Klasse, du hast es geschafft. Interessant. Sei jetzt nicht sauer, aber ich habe Grant gesagt, dass du... Gut, du bist hier. Cass sagt, dass du ihr helfen wirst, die Funkverbindung wieder aufzubauen. Wenn du das schaffst, können wir die Rettungssignale der vermissten Passagiere verfolgen. Dein Chef von Bach gehört auch dazu. Es gibt einen zerstörten Radiosender nicht weit von hier. KTM 94 FM hat vielen coolen Wotan Hardrock gespielt. Nicht dein Shrill-Meat-Mädchenkram. Tut mir leid. Wenn wir reinkommen, kann ich ihn auf Post-Archenfallstand bringen. Dann funktioniert der Sender als Relaispunkt für das Signal. Wenn ich Soldaten übrig hätte, würde ich euch nicht schicken. Kontaktiert mich, wenn ihr Resultate habt. Moment. Du willst wirklich, dass wir das allein machen? Unglaublich. Triff mich beim alten KTM-Radiosender. Okay, wir sind Imber. Ich geh bloß mal schnell verkaufen. Oh. Ole. Muss ich die anhaken, um sie zu verkaufen? Doppelklicken. Klicken funktioniert bei mir nicht. Wenn du auf die automatische Pistole doppelklickst, die kannst du nicht verkaufen. Genauso wenig mein Gewehr und genauso wenig das Schild. So sieht's aus. Kann ich nicht das denn direkt wegwerfen oder so wahrscheinlich. Dann gehen wir doch mal auf Inventar zeigen. Aber es gibt auch nirgendwo einen Button, um die wegzuwerfen, oder? Ich weiß es leider noch nicht genau. Ich sehe es nicht. Ja, okay, auch egal. Wir haben auf jeden Fall erstmal wieder Platz in den Taschen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kopfschutz gekauft. Bringt das auch was? Das ist die Frage. War ja ein Überlebenskünstler. Werde ich mir auch diesen Helm kaufen. Hätten wir dann auch die Nebenaufgabe des Helmkaufens erfüllt. Was ein cooles Cappy. Man allerdings Waffen... Ah doch, da steht löschen. Wenn man auf, im Inventar auf die Waffe draufklickt, kannst du dann löschen. Zack, gelöscht. Inventar? Ach da, ja, okay. Löschen. Automatische Pistole löschen. Wert des Überlebenskämpfers? Richtig, auch löschen. Granate lassen wir doch mal gerne drinne. Ja. Setze ich denn jetzt nun meinen Hut auf? Kopfschutz, da ist es. Und ausgerüstet ist er. Wow. Du bist so ein Stylor mit Cappy und Sonnenbrille. Jo. Du bist, ja,
Rot Caption. Beziehungsweise in deinem Fall Blau Caption. Aber ich sehe gefährlich aus. Ich sehe aus wie so ein Tourist. Dann würde ich sagen, let's summon our bikes und go somewhere. Plonk. Plonk. Was? Es ist eben genau das passiert, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, scheiße, ich fahre dagegen. Wer fährt gegen? Du. Ich habe jedes Mal Angst, wenn mir jemand entgegenkommt, dass ich die ramme, aber ist gar nicht so. Du fährst einfach durch. Ja. Stell dir mal vor, die hätten noch Verkehrsunfälle dann einbauen müssen. Meter. Klonk. Ups, den habe ich überfahren. Ach, tut mir leid, sorry. Gegner überfahren geht, ja. Ja, der hat auf jeden Fall irgendwie gemacht. Und abspringen. Bringen wir den Sender zum Laufen. Warte kurz, bevor du davor läufst. Nö. Ich bin ein Sturmsoldat. Ich muss stürmen. Legen wir los! Echte Gebäude. Sind welche drin? Links hocken auch welche. Irgendwo sind Snipes. Ja, links von dir. Werd ich mal disablen, die Jungs. Ah, ein Automatikgeschütz. Diese Geschichte. Weil ich gerade gehofft, dass ich irgendwie auf der anderen Seite rumkomme an die ran, aber ist leider nicht der Fall. Drüben ist auch noch ein Sender. Ich sitze in der Falle. Übernehmen das Automatikgeschütz oben. Und los geht's. Wir unsere Objekte gekriegt. Die Tür ist offen. Gehen wir. Übernehmen wir das Drecksding. Und Munition auffüllen. Okay, das ist ein altes System, aber ich sollte in der Lage sein, es aufzurüsten und zu aktivieren. Warte und sorge dafür, dass ich keine Kugeln drücken bekomme. Hier kommen die bösen Jungs. Sie!
Sind aber auch manchmal fiese Bastarde, oder? Oh, guck mal, können wir das Automatikgeschütz hier nehmen? Das buggt. Das schon. Moment. Hier stimmt was nicht. Mist! Wie alt ist das Ding? Wir müssen ein paar Reparaturen durchführen, damit wir diese Kiste wieder flott kriegen. Los geht's! Zum nächsten. Sich wieder vorne. Oder sehe ich das falsch? Ja, irgendwo vorne. Na, gerade rüber. Oh oh. Das ist ein großer Kerl. Sei vorsichtig. Er ist gleich tot. Schnell! Ich stecke mächtig in der Stako. Tja. Cass ist in Gefahr. Wir müssen ihr helfen. Scheint mir ein Ausdruck für Scheiße zu sein. Jo. Ups. Hab ich dich doch beinahe kaputt geschossen. Danke, Schatz. Hat die uns gerade Schatz genannt? Ja. Steh aber nicht auf die. Fast fertig. Los, Baby. So, die sieht doch sexy aus. Oh, wir dürfen sie weiter beschützen. Oh, da ist einer oben bei ihr. Das war knapp. Hier ist Cass Dukar mit einem Live-Bericht aus dem Sender KTAM, wo zwei Archenjäger den Job der E-Rap-Soldaten erfolgreich erledigt haben. Hört ihr mich? Wir haben verstanden. Laut und... Ja! Na also, Grant. Wir haben Männer im Umkreis, die anrücken und die Position... Was zum Jeck? Jetzt schicken Sie Hilfe? Wir haben schon alles erledigt. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Und natürlich den Mittelfinger. Oh ja.